Was haben die Professoren, wo haben die den Stein der Weisen gefunden? Die haben gesagt, der Grundfehler des gesamten Systems, mit dem wir gerade die ganze Erde ruinieren und überall Kriege vom Zaun brechen, der Grundfehler ist, dass wir ganz banal gesagt immer das Falsche belohnt haben bisher. Wir haben Kriege, wenn wir Kriege gemacht haben, haben wir immer die Waffenhändler belohnt, quasi dafür, dass sie vielleicht Kriegstreiberei betreiben haben oder aber irgendwas gemacht haben. Wenn ich chronisch krank werde und Krebs bekomme, wird die Pharmaindustrie fürstlich belohnt. Aber niemand kriegt auch nur einen Cent, wenn er meine Gesundheit fördert, meine Lebensqualität fördert, mir bessere Nahrung bringt. Dafür kriegt niemand eine Belohnung. Und da sagen die Forscher, das ist der Grundbaufehler des gesamten Systems. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Definitiv, das kann ich gut nachvollziehen, ja. Und das heißt, das ganze System muss geändert werden. Und jetzt mache ich mal als Beispiel eine von 20 Reformen, Gesundheitsreform, die soll uns jedes Jahr 70 Milliarden bringen, also davon 60 Milliarden rüber ins Klima, jedes Jahr nur eine Reform. Und zwar sagt der Chef des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, 70 Milliarden pro Jahr sind Minimum drin durch eine Reform. Und jetzt die Reform, ja? Stell dir vor, da drüben ist deine Hausarztpraxis. Und der bietet mir und dir in Zukunft spaßmachende, entertainmentmäßige Gesundheitskurse kostenlos an, Sportkurse, eigenen Sportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, gesunde Ernährung, gesundes Einkaufen, gesundes Zubereiten und Essen und so weiter. Und jeden Monat, den ich jetzt gesund bleibe, kriegt er ständig Prämien für mich ausgeschüttet. Wenn ich krank werde, kriegt er etwas weniger. Also, ja. Normalerweise leben die von den Kranken. Ja. Das ist die Schlüsselidee, deswegen bin ich ja hier dabei. Und grandios, super. Genau, und die Grundidee, das bedeutet also dann hat man natürlich noch Sicherheitsmechanismen gesucht. Nicht, dass die Ärzte jetzt anfangen, aus Geschäftsinteresse die Kränkeren rauszutreiben. Hat man Sicherheitsmechanismen entwickelt. Am Ende ist es sogar so, bei einer Lösung ist es sogar so, dass sie die Kranken unbedingt haben wollen, weil sie dann doch mehr verdienen. Nämlich, wenn du einen Schwerkranken hast und ein bisschen gesünder hilfst, mit Präventivmaßnahmen, mit Ernährung und so weiter, kriegst du dann richtig viel Geld. Ja? Und dadurch haben die dann auch ein Interesse, die Kranken zu wollen und zu haben. Ja, finde ich sehr gut. Ja. Und davon jedes Jahr quasi 60 Milliarden rüber und dann haben wir noch 20 weitere Reformen. Aber war das informativ? Ja, das finde ich super. Solche Ansätze brauche ich. Sehr, sehr gut. Ja.